Wir starten aber mit einem Thema, das vielen Kölnern leider deutlich weniger Spaß macht. Und dabei geht es um einen Platz, der vor vielen Jahren noch ein echtes Kölner Schmuckstück war. Hier, der Ebertplatz. So sah es da so etwa im Jahr 1900 aus. Ein Traum von einem Platz. Und so hässlich sieht es da heute aus. Immerhin, so soll es nicht bleiben. Da sind sich eigentlich alle einig. Aber es passiert nichts. Ein Grund, seit Jahren wird untersucht, ob unter dem Ebertplatz eine Tiefgarage entstehen kann. Und erst wenn das geklärt ist, kann es oben weitergehen. Es ist nur noch ein Platz für Bedürfnisse, Seuche und für den Drogenhandel, illegale Geschäfte oder den mühsamen Gang zur U-Bahn. Aber kein Platz für die Bürger. Es tut sich seit Jahren nichts. Es wurde immer gesagt, schon seit 30 Jahren, der Eberplatz muss umgestaltet werden. Und dann ist wohl der Gedanke immer mehr gereift in der Stadtverwaltung, wir müssen dafür nichts mehr tun. Der wird ja morgen umgestaltet, aber das ist bis heute nicht geschehen. Wann ist denn dieses Morgen? Dieses Morgen? Ich schätze in 10 Jahren. Meine ich ehrlich. In 10 Jahren, weil lange geplant werden müsste, umso wichtiger endlich anzufangen. Es gibt Ideen, ja. Die haben Architekten auf Eigeninitiative gemacht, wollen zeigen, was geht auf dem Platz. Leben, Menschen, ein Ort zum Spielen, Sitzen, Reden. Und warum plant die Stadt nicht? Weil sie über eine Tiefgarage nachdenkt. Dabei liegt hier drunter die Straßenbahn, da liegt ein großer Abwasserkanal. Und die Einfahrt müsste an den Hansaring, statt der Bäume. Bauen müsste ein privater Investor, der sich die Tiefgaragenstellplätze teuer bezahlen ließe. Stopp! Unsinnige Diskussion, sagt Schaffer Össer Turgut. Als er ein Kind war, öffnete sein Vater die Buchhandlung am Eigelstein neben dem Ebertplatz. Damals hatte der Brunnen sogar noch Wasser. Seitdem ist nichts passiert, nur Diskussion über Tiefgaragenstellplätze. Die würden die Anwohner wie ihn bis zu 74.000 Euro kosten. Kann er das bezahlen? Nö, ich nicht. Vielleicht ein paar höhere Gutverdiener vom Theodor Heusring aus dem Viertel, aber die werden alle schon ihren Platz haben. Deswegen nehme ich mal an, ist das Beste, dass man halt diesen Platz für das Viertel, für das Volk, für die Familien, für Kinder vielleicht noch was schafft, für Jugendliche. Und die dringend benötigten Parkplätze, die könnten 200 Meter weiter an der Nord-Süd-Fahrt entstehen. Platz für ein Parkhaus ist hier. Sie könnten, wenn es denn endlich eine Entscheidung über die Tiefgarage gäbe. Also nach allem, was man hört, ist die Tiefgarage ja viel zu teuer. Das heißt, sie ist nicht realistisch. Die Stadt sagt immer, sie hätte kein Geld. Investoren wird man nicht finden, weil die Tiefgarage sich nicht rentiert. Deswegen ist unsere Forderung, man sollte endlich Butter bei die Fische tun, sollte die Machbarkeitsstudie vorlegen, die offensichtlich genau das auch sagt. Nämlich Tiefgarage einfach zu teuer. Stattdessen etwas für die Menschen bauen, vielleicht einfach nur Licht und Farbe reinbringen. Das wären Peanuts gegenüber das, was bisher gedacht worden ist. Alles, was bisher gedacht worden ist, wird aus meiner Erfahrung und auch aus meinen Überlegungen in exorbitante Summen gehen. Und das will am Eberplatz keiner. Die Bürger wollen nur endlich Abschied nehmen vom Betonloch. Tja, morgen im Verkehrsausschuss des Kölner Rats sollte eigentlich geklärt werden, wie es weitergeht mit der Machbarkeitsstudie, aber auch das ist schon wieder vom Tisch. Die endlose Geschichte um den Ebertplatz.